Gotha ist ab heute Universitätsstadt. Die Museumslöwen haben es realisieren können, dass Kindern in einer Kinderuni von richtigen Professoren etwas beigebracht wird. Vorlesungssaal ist der Hans-Jibulka-Saal in der Heinrich-Heine-Bibliothek und das Thema heute ist der Wolf und die Wildkatze. Anhand von Märchen brachte Professor Dr. Martin Fischer aus Jena den jungen Studenten Wolf und Wildkatze näher. Für 1 Euro können die ca. 8- bis 12-Jährigen an den Vorlesungen teilnehmen, bekommen einen Studentenausweis und für jede besuchte Vorlesung einen Teilnahmestempel. Herr Fischer, waren denn Ihre Studenten lieb zu Ihnen? Die waren lieb in dem Sinne, dass sie tatsächlich spitzenmäßig mitgearbeitet haben. Ich habe noch nie mit so jungen Zuhörern gearbeitet und Vorlesungen gehalten. Und ich war wirklich baff erstaunt. Wie kam es denn überhaupt zu dem Projekt? Na, wir hatten vor einem Jahr eine Mitgliederversammlung und da ist der Wunsch von den Mitgliedern geäußert worden, ob wir nicht für die Kinder noch ein bisschen mehr machen könnten als Museumslöwen. Und da gab es dann irgendwann die Idee, na, man könnte mal eine Kinderuni organisieren. Ich selber habe auch mal bei einer Kinderuni in Bad Neustadt eine Vorlesung gehalten. Und ja, so sind dann die Kontakte zustande gekommen mit der Leiterin dort in Bad Neustadt. Wir haben uns die ganze Organisation mal angeschaut und haben dann festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so sehr aufwendig ist, sowas zu organisieren. Und das hat dann so ein Team von 5, 6 Museumslöwen in die Hand genommen und so ist es dann zustande gekommen. Was halten Sie denn generell von dem Projekt Kinderuni in Gotha? Also spitze. Wie Sie sehen, also es hat mir Spaß gemacht. Ich bin immer noch wirklich ganz beglückt. Ich habe das so nicht erwartet. Und 40, 50 Kindern eine Stunde was über Wölfe und Wildkatzen erzählen zu können, ist doch eine tolle Sache. Warum dürfen denn sehr promovierte und renommierte Wissenschaftler kleinen Kindern was erzählen in der Kinderuni? Na, ich denke, das ist für die Kinder wichtig, dass sie zum einen von richtig, also richtigen Professoren eine Vorlesung hören dürfen. Andererseits, das habe ich heute gelernt, der Professor Fischer zum Beispiel hat noch nie vor solchen kleinen Kindern diese Vorlesung gehalten. Und das war für ihn ein total tolles Erlebnis. Und so haben, denke ich mal, beide was davon. Und ich finde es auch wichtig, dass also die Kinder, die sind so wissensdurstig und so interessiert an diesen Themen, dass sie dann auch von richtig guten Fachleuten eine Vorlesung zu hören bekommen. In der nächsten Vorlesung am 10. Januar 2015 heißt es dann: Warum gibt es bei uns keine Vulkane? Wer oder was sind Magma und Lava? Und da sind gerne noch mehr junge Studenten dazu aufgerufen, dem Projekt aus den Kinderschuhen zu helfen. Wir sind sehr zufrieden, es hat super geklappt. Es waren fast 50 Kinder da. Das ist eine Größenordnung, mit der wir gerechnet haben und vielleicht spricht sich das dann auch noch ein bisschen mehr rum. Also wir haben Platz für über 150 Kinder hier und werden wir sehen, was das nächste Mal dann oder wie viele das nächste Mal mit dabei sein werden.